So. Ah. Bing. So, Sagafluss. Die Karte ist jetzt insofern interessant, weil wir in der Mitte einen Wald haben und dadurch die Schlachtkarte 2 geteilt wird. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Weil im Wasser will man eigentlich nicht kämpfen unbedingt. Vor allem nicht durchmarschieren, das ist ziemlich langsam. Deswegen ist im Wasser jetzt eine leichte Trennung und da kann man halt ein paar sehr interessante Schlachten später haben. Und vor allem, da jetzt in der Mitte eine Insel ist, die entscheidet eigentlich, wer jetzt hier dieses Gebäude bekommt. Und dann auch einen leichten Vorteil hat im Schlachtverlauf, theoretisch gesehen. Wenn einer sich die Insel halt in der Mitte holt. Dann wird schon interessant, Leute. Wird schon richtig interessant. So. Dark Knight, die Krater, die es in Shogun 2 und Napoleon gibt, die sind auch nur Bilder, mehr nicht. Eine Karte nur mit Wasser gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt aber Karten mit sehr viel Wasser. Die gibt es durchaus. Da heißt einer Ubbe und er ist ein Wikinger. Ach so, deswegen hast du einen Ubbe genannt. Ach so, verstehe. Verstehe. Leute. So, jetzt sehen wir gleich die Schlachtaufstellung, was unser guter Killerverschieber mit ins Feld führt. Sieht ja der Taktik von gerade eben sehr ähnlich aus, nur dieses Mal hat er einen größeren Fokus, glaube ich, auf Fernkampf, weil sein Gen ist ein Bogen-Gen. Mit extrem hoher Reichweite, extrem hoher Nachladerate, extrem hoher Munition. Da wird es dann doch schon ziemlich böse, Leute. Das wird böse, ey. Die Taktik ist dann wieder ähnlich. Wir haben zweimal Luftschlosseinheiten mit dabei. Einmal Luftschloss Kriegermönchen, einmal Luftschloss Ashigaru, oder? Mit 114 Mann. Oh, die sind angeschlagen aus der letzten Schlacht. Okay, gut, verstehe. Um Kosten zu sparen wahrscheinlich. Und die drüben haben wir nochmal. Kriegermönchen sind dieselben. Nee, es sind dieselben. Aber gut. Es wird eine sehr ähnliche Taktik jetzt wieder gespielt durch Killerfisch, Leute. Ob ne Lootbox von Ragnarok. Ragnarok. Ach so, Ube. Ah, okay, verstehe. Gut, danke dir, Smile. Naja. Was kann so ein Doggo oder so. Doggo? Was ein Doggo, Bernie? Was meinst du denn mit Doggo? Ja, auch, ich glaube, Amazonas war eine Karte mit viel Wasser bei Napoleon Totenohr. Werden die DLCs auch gratis sein für Shogun? Das weiß ich nicht, Ami King. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht. Aber gucken wir uns mal die Gebäude an, die wir jetzt hier auf der Karte drauf haben. Wir haben einmal die Werkstatt mit dabei, die bringt einen erhöhten Rüstung und Nahkampf, also erhöhte Rüstung und erhöhten Nahkampfabwehr für alle Einheiten auf der Karte. Wir haben ein Schwert-Dojo, was im Endeffekt dann nochmal erhöht die Nahkampf-Stats und den Sturmangriff-Stats aller Einheiten. Wir haben das Bogen-Dojo, was dann nochmal, wie auch schon in der letzten Schlacht, die Munition erhöht, wenn man in der Nähe steht und gleichzeitig die Nachladerate aller Geschosseinheiten erhöht. Gerade hier in dieser Schlacht glaube ich, ist es wieder für Killerfisch vom Vorteil, wenn er sich das Bogendojo holt. Zumindest nur das Bogendojo, das sollte schon reichen, damit er mit seinen berittenen Bogenschützen relativ schnell relativ viel Schaden austeilen kann. So, wo sind jetzt seine Einheiten? Wir sehen jetzt hier drüben noch nicht seine Bogenkavallerie. Hier ist die Bogenkraft, da sehen wir sie mit 60 Mann und sein Gen. Also geht halt relativ schnell hier erstmal vorwärts. So. Ach, Dojo. So, Dojo werden gemeint. Ja, dann habe ich ja genau jetzt nochmal erklärt, Bernie, was die Dojos bringen. Das passt doch. Gut. Und ProAce beantwortet auch gerne eure Fragen, wenn ihr welche zu Shogun 2 habt, ja? So, jetzt gucken wir uns mal die Armee von Anarchy an. Anarchy führt diesmal eine Naginata-Kriegermönche-Armee ins Schlachtfeld. Also er nimmt wieder ein Mietschild mit, um seine Kriegermönche halt relativ schnell ohne große Verluste in die Schlacht reinzubringen. Das ist natürlich sein Ziel. Viermal Kriegermönche. Uiuiui, das ist auf jeden Fall Bombe. Vier Kaff. Leichte Kaff haben wir hier zweimal. Feuerkaff haben wir einmal mit dabei. Yari-Kavallerie haben wir mit dabei. Wir jetzt auch der Gen ist definitiv ein Nahkampf-Gen von Anarchy. Und die Kavallerie schießt. Zack. Oh, Leute.
Schon 8 Mann verloren. Hier drüben auch schon ein paar verloren. Die doch nicht. Das sind normalerweise 36 Mann. Das tut weh, ey. Zack, Feuer frei, Leute. Da kommen Boko-Kämpfer raus, oder? Dem Hinterhalt angreifen sollen. Ja, Boko-Kämpfer hier drüben. Die jetzt hier drüben noch schnell das Bauernhaus sich holen sollen. Was natürlich zugunsten der Kaff ist. Weil die Verluste sind halt real, Leute. Guck ich das mal hier. 2 Mann verloren. Hier auch schon mal 14. 24 Mann verloren. Allein durch die paar Salven mit der Bogenkraft. Das haut halt rein, Leute. Bogenkraft ist im Spiel extrem gefährlich. Genauso auch wie Schützenkraft. Schützenkraft ist zwar verboten in unserem Regelwerk, aber Bogenkraft halt nicht. Und die kann halt trotzdem richtig rasieren. Gerade auch der Jen hier mit seinen jetzt schon 22 Kills. Das haut halt rein, Leute. So, jetzt geht der Beschuss rauf auf die Naginata Kriegermönche. Das ist halt insofern böse, weil jetzt hier halt relativ gut geplänkelt werden kann. Wir sehen es auch, los geht's. Zack. Hang, die ersten fallen. 5 Männer sind down. Was macht der Jen hier? Er hat versucht, dahin zu rennen, um halt möglichst nah ranzukommen, wahrscheinlich, um mehr Damage austeilen zu können. Ist doch nichts geworden. Hier drüben kämpft die Kaffee jetzt leider. Oh, sieht nicht gut aus. Die Kaffee wird gerade ganz schön auseinandergenommen von Killerfish. Killerfish muss versuchen, seine Kaffee jetzt natürlich gut zusammenzuhalten. Nicht draufgehen zu lassen. Hier drüben hat er ein bisschen die Kaffee geteased, aber naja. Wahrscheinlich nicht die beste Idee gerade hier. So. Kaffee rennt vorwärts. Kriegt er die leichte Kaffee noch? Ich glaube, er kriegt sie nicht mehr. Hier drüben ist auch ein eher langsames Spiel, aber hier ist definitiv Killerfisch in Überzahl. Wir sehen ja die ganzen Einheiten hier drüben. Also Killerfisch geht auf jeden Fall sehr viel mit Gekeite los. Und zack, wieder eine Salve rein. Allerdings die falsche Einheit wahrscheinlich. Jetzt aber schön auf die Kriegermönche hier. Zack, schon 20 Mal verloren, bevor es überhaupt losgeht. Holy moly. Holy moly, Leute. Da kommt mal leichte Kraft dazu. Wir sehen es, die Naginata-Begleiter haben schon ordentlich Moraldefizit mitgenommen. General lebt, das ist gut für ihn. Hier drüben wird auch Druck gemacht. Jetzt kämpfen hier die Naginata-Begleiter bergab gegen Yari-Samurai. Okay, sie werden den Kampf verlieren, aber sie können wenigstens aufgrund des Hügelvorteils ein wenig mehr besser performen als ohne. Trotzdem kommen jetzt gleich Wuchkämpfer dazu. Und die Lundenschloss-Einheiten schießen noch mit drauf auf die feindlichen Samurai. Oh, tut das weh, Leute. Tut das weh hier. Die Lundenschloss-Hashiro können natürlich jetzt ordentlich nochmal skillen hier. 13 sind schon da, das hat nicht gereicht. Die Truppen sind immer noch da. Der Beschuss geht weiter. Die drücken die Naginata Kriegermönche mit daher. Und die Kaff schießt weiter und haut die Begleiter weg jetzt mittlerweile schon. Kurischer Samurai ist ready von Killerfisch. Und die Ashira-Einheit wird gecharged. Da verlieren die erstmal schon ihr Leben. Wir sehen hier drüben, geht Anaki rüber. Jetzt wird Killerfisch wahrscheinlich bald den Rücken fallen mit seinen Einheiten. Auf jeden Fall wäre es ein gutes Manöver. Er schafft sich hinten jetzt die Kaff von Anaki. Also total die Kaffmasse. Jetzt kommen wir mal hier Naginata-Begleiter hinterher. Der Jen schießt weiter. Wie viele Kills hat er schon? 75 Kills? Leute. Bruder, ey. Und die Ashiro fliegen weiter. Die haben ja nicht mal richtig gekämpft hier, ey. Aber trotzdem, genau, hier drüben wird jetzt die Kaff aufgerieben von Anarchie. Das sieht gar nicht gut aus für Anarchie. Seine Armee ist ziemlich gut aufgeteilt. Er hat auf jeden Fall gutes Spiel gemacht beim Kiten. Die Einheiten rennen weg. Die Kaff kommt jetzt hier rum und kann jetzt hier drüben supporten gegen die gegnerische Kaffen. Er könnte den Jen eventuell dezimieren. Wie viele Mann sind es noch hier? 33 Mann. Der Bogen-Gen könnte halt den Gen killen, ohne dass er wirklich im Beschuss rein muss. Naja. So. Zack. Beschuss geht rein. Die Kaffee ist weg. Weiter geht's hier drüben. Es sind noch 3 Einheiten von Anarchie. Und Killerfisch räumt hier gerade so ein bisschen das Feld auf. Der coole Samurai-Trupp fliegt gleich hier. Leute. Wieso Flanken ungeschützt? Also die Moral ist echt down bei den Truppen hier. Die Kaff von Anarchy wird komplett vernichtet. Damit hat er gleich Kugelfisch auf jeden Fall einen Vorteil. Er stellt seine Lundenschoss hier drüben auf, hat er schon die ersten Seiten gemacht. 7 Mann geraten. Oh, Bruder. Das sieht gar nicht gut aus. Hat das ein paar Vorteile nicht ausnutzen können. Aber trotzdem, er hat überrascht. Und Anarchy ist quer verteilt auf der ganzen Karte. Die Lundenschoss hier haben sich auch wieder gesammelt mit fast voller Zahl. Jetzt kämpft die Kaff gegen den Jen. Wenn der Jen down ist, das wird wehtun, Leute. Und die Briten Bogenschützen schießen weiter auf die Yari-Samurai und schalten gezielt eine Einheit nach der anderen aus. Zack. Salve geht raus hier. Also die Kriegermenschen kommen und sind gleich in der Kraft drin. Das tut weh, Leute. Weil Jet hat noch 17 Mann. Oh, in der Kraft und die Moral. Oh, die Naginata-Begleiter sind weg. Die Kraft leidet hart. Obwohl sie eigentlich in Überzahl ist. Aber der Jen, der macht einfach Angst. Und dadurch hilft es natürlich jetzt hier, die Kraft platt zu machen. Auch die große Granate dagegen nur schlechte Karten. Ah, was ein Battle. Was ein Battle. Sieht gut aus für Killerfisch hier. Hier wird gerade ein Trupp auf dem anderen zerschossen.
Und hier hinten auf der Flanke sieht es auch gut aus. Er hat übrigens das Bogendojo sich geholt. Was sehr gut ist für den lieben Herrn Killerfisch. Wir sehen hier, weiter wird gejagt in der Mitte. Die Kaff ist noch immer zahlenmäßig sehr stark. Jari-Kaff und große Garde. Hilft halt gut. Hier drüben werden jetzt die Kriegerbötchen echt hart zerschossen. Alter, Leute. Leute, der Damage ist real. Noch 60 Mann sind übrig, aber sind jetzt auch die Lukas-Kriegerbötchen. Aber spür ich das mal an hier. Zack. Starke Verluste da hinten haben sie jetzt hier schon. 50 Mann sind sie auch schon gekillt worden. Zack. Die werden das halt nicht überleben, weil die Kriegermenschen sie jetzt holen. Vor allem, weil sie die Schwertbursche halt den Ansturmbonus bekommen haben. Tut das halt echt mega weh. Und jetzt geht's hier weiter. Nur noch haben wir Naginata-Begleiter da und Kriegermönche. Da sehen wir mal, wie heftig die drauf sind, Leute. Sind die auf Ansturm geskillt? Nahkampf, Angriff, Nahkampf, Abwehr. Ja, Angriffsbonus haben sie auch, aber nicht unbedingt drauf geskillt. Und der Gen ist immer noch da hier mit wie viel Mann mittlerweile? 16 Mann noch. 130 Kills hauen natürlich rein. Und der Gen von Killerfisch schießt natürlich weiter. Und zerballert jetzt hier die Kriegermönche weiter. Zack. Alter, also der Gen, der macht das hier wirklich. Ich frage mich, ob die Munition ausreichen wird am Ende. Die Lundenschlosser Shigaru kommen dazu und schießen jetzt gleich auf die Woku-Kämpfer. Und können dafür Sorge tragen, dass sie gleich fliehen. Der kusische Samurai-Trupp wird natürlich locker überleben. Und hier fliehen jetzt die Naginata-Begleiter. Jetzt kommt die Kraft dazu auf die Kriegermönche. Zack. Auch mit ordentlich Kills gemacht. Peng. Wir sehen hier Naginata-Begleiter und Yari-Samurai, oder? Die Naginata-Samurai gegen Naginata-Kriegermönche. Das werden halt die Naginata-Kriegermönche nicht überleben. Und damit wäre Anarchy sehr wahrscheinlich dem Tode geweiht hier. Auch hier sehen wir, die Kriegermönche werden weiter zerschossen. Er hat einfach nichts mehr, um dir entgegenzustehen. Die Einheiten von Killerfisch können das Ding jetzt halt klären, Leute. Die können das halt jetzt klären, Leute. Zack. Noch 50 Mann übrig. 120 Mann. Ja, warte mal. Von 120 Mann sind noch 50 übrig. Die werden halt total zerschossen. Hat nicht mehr viel übrig. Hier drüben sind noch ein paar Einheiten. Kriegermönche hat er noch zur Hauf da. Aber die Frage ist, wird das einfach reichen, weil wir ja so eine Zahlenmenge haben von Killerfisch, die auch da ist. Gerade was Bogenkarte betrifft, die haut halt rein. Und hier sehen wir jetzt auch mal, dass Kiten extrem gut drin ist, extrem gut möglich ist, wenn man einfach nur gut spielt. Also man kann auch ohne partischen Schuss spielen. Wir sehen es ja hier. Komplett ohne partischen Schuss. 160 Kills, 92 Kills. Und die rum zwei Jungs sind immer so ein bisschen, ich verstehe nicht ganz. Die kriegen das nicht wirklich hin mit den ganzen Kiten ohne partnerischen Schuss, die meisten zumindest. Es geht aber, das zeigt Killerfisch hier gerade vom Feinsten. Muah, perfekt. Wie man hier schön aufräumen kann mit Bogenkavallerie, die keinen partnerischen Schuss hat. Haben wir jetzt gerade Pause? Ja, ist geleckt. Okay, gut. Und ich sag tatsächlich gerade kurzzeitig Pause. Was irgendwann da vielleicht drauf gekommen gerade. Naja, wir haben jetzt hier noch Lutenschloss Ashiro, die mit rüberkommen. Und wir haben noch kugelsichere Samurai, die dazukommen. Also, das sieht halt sehr danach aus, als würden jetzt die Einheiten hier von Killerfisch noch aufräumen. Anarchies Truppen. Also, der Gen ist down! Der Gen ist down, Leute! Zack, das war's. Der Gen ist gefallen. Der Gen ist gefallen, Leute. Und das wird jetzt wehtun hier. Damit kann jetzt Killerfisch den Rest sich holen. Er hat zwar die Männer hier verloren, klar. Die werden draufgehen, aber die Moral, die wird jetzt so hart drunter leiden hier. Was passiert ist mit Anarchy? Jetzt kann er halt hier seelenruhig drauf schießen. Der Genis hat auch die stärkste Einheit noch auf dem Schlachtfeld gewesen. Jetzt ist auch die Bogenkraft da, die kann hier seelenruhig weiterballern. So. Zack, Feuer frei. Und die Naginata-Kriegermönche kriegen jetzt ordentlich kassiert. Zack. Boah. 180 Kills hat Gen schon mittlerweile. 180 Kills, ey. So. Die Naginata-Kriegermönche werden komplett zerschossen hier. Schaut euch das mal an hier. Wie die da fallen, ey. Ein Schuss, ein Treffer, ein Toter. Peng haut das rein, ey. Zack. Nicer Scheiß, damit hat jetzt Anarchy die Schlacht aufgegeben. Das war es auch gewesen. Was ein Battle. Spannend haben sie es wieder gemacht. Ich hole die beiden mal jetzt wieder rein. Mein Gott, war das spannend, ey, gerade. Das war spannend. Hat Spaß gemacht zu sehen. Tut mir leid für dich, Anarchy. Da, ja, das war schon. Da hat er ganz schön gute Kite, der Killerfisch. Vor allem der Bogen-Gen, der war echt nicht ohne. Naja, ich hab's mit der Kavallerie verkackt, also. Ja, das hat man gemerkt. Ja. In der Mitte. Aber ist schon okay.
Ich habe auch die. Ich dachte, es wäre eine andere Map. Also ich Aber habe der Karte schon es fertig. macht. Ja, ich würde was anderes. So, aber ihr habt jetzt beide nochmal die Chance. Du warst jetzt vorhin schon dazu gezwungen, du konntest auch in Ruhe experimentieren. Jetzt seid ihr beide ja gleich auf in der alles entscheidenden Schlacht auf der Karte Ja. eurer Wahl. Was soll's sein?